Es war 2020, noch gar nicht so lange her. Da rief mich ein Architekt an aus Beckum. Ich wusste gar nicht, wo Beckum liegt, in Nordrhein-Westfalen. Und er sagte, wir wollen ein Haus aus dem 3D-Drucker bauen und kreieren. Da habe ich zuerst gesagt, ob er vielleicht den Falschen angerufen hatte. Ich stelle keine Drucker her und ich kann mir das auch nicht vorstellen, was das ist. Was ist denn das? Was machen Sie denn da? Da hat er mir ein Foto geschickt. Und zwar von diesem schönen Objekt. Und das sah auf den ersten Eindruck schon ganz schön aus. Und dann habe ich mal ein bisschen reingezoomt und habe gesehen, die Struktur, die fiel mir gleich auf, die bestand so aus mehreren Rillen. Irgendwie so ganz seltsam, irgendwie so ein wellenartiges Konstrukt. Da dachte ich zuerst, das wäre die Fassade, die so aussehen würde. Ja, die Fassade würde nachher auch so aussehen, aber die Fassade ist auch zugleich die Tragschicht, nämlich die gedruckte. Ich konnte mir überhaupt nichts darunter vorstellen und habe gesagt, das wollen wir uns angucken. Ich habe mit meinem Chef gesprochen, der war auch gleich begeistert. Sind wir ins Auto gestiegen, sind nach Beckum gefahren und haben uns das alles mal, die Pläne, angesehen. Dort trafen wir dann das Architektenteam und die haben uns dann gesagt, dass sie tatsächlich bei diesem Objekt einen 3D-Drucker aufbauen werden. Und mit 3D-Drucker denkt man doch an so ein kleines Teil, womit man vielleicht so eine kleine Kunststofffigur mitdrucken kann. Nein, hier hat man gesagt, wir bauen einen riesengroßen Drucker, an dem später eine Düse hängt. Und diese Düse appliziert dann Beton, zeige ich euch gleich mal. Und daraus wird dann das Haus gedruckt. Daneben steht dann ein riesengroßes Silo. Ich habe mich ja gefragt, wo kommt denn der Beton her? Und aus dem Silo kommt dann ein Schlauch in den Drucker und der pumpt dann immer schön den Beton da rein und dann wird das Haus gedruckt. Ich konnte mir es nicht vorstellen, haben wir gesagt, sind wir dabei. Wie können wir denn helfen? Wir sind Dämmstoffhersteller. Der Architekt sagte, ja, uns wäre ganz wichtig, wenn wir das Haus von unten ordentlich warm einpacken, wie man das so bei Gebäuden macht, aber bitte auch mit einem Dämmstoff, der möglichst keinen Kunststoff beinhaltet. Denn wir wollen bei dem gesamten Gebäude einen Nachhaltigkeitsabdruck setzen und wollen auch ein Zeichen setzen und wollen Kunststoff optimiert und Kunststoff minimiert planen und bauen. Nichts leichter getan als gesagt. Wir haben hier dann entschieden, unter dem Gebäude unseren Schaumglasschotter, zeige ich euch gleich, Schaumglasschotter anzubauen und obendrauf auf dem Dach, auf dem Flachdach später unsere Plattenware, also unsere Schaumglasplatten einzubauen. Was das genau ist, sage ich euch gleich. Also einmal von unten, einmal von oben, fertig ist die Dämmhülle und der Vollständigkeit halber, man hat diese Wände, hat man zweischalig gebaut und hat in die Wände noch ein Spezial-Lava-Gemisch eingegeben zum Dämmen. War auch ein sehr fortschrittlicher Dämmstoff, den ich auch noch nicht kannte, habe ich mir angeguckt, war ich begeistert und dann ging es los. Alle hingefahren, alle aufgeregt, alle Kamera mit, alle Handys mit und dann wollten wir doch mal sehen, was hier in Beckum letztendlich geplant war. Andersrum war es aber auch genauso. Viele des Architektenteams haben gesagt, was, Schaumglas, was ist das denn? Ich kenne EPS, ich kenne XPS, ich kenne Polyurethan. Was ist denn Schaumglas? Und genauso war es auch bei dem Tiefbauer und den Maurern, die beteiligt waren. Die haben gesagt, habe ich noch nie verbaut, kenne ich nicht, was ist das? Also von beiden Seiten ein schöner Dialog. Wir haben uns ausgetauscht und dann ging es auch schon los, dass es man den Schotter auf die Baustelle brachte. So sieht er übrigens aus. Sieht aus wie so wie Grillkohle, so könnte man es vielleicht beschreiben. Und es klingt auch sehr glasig. Und wenn ihr mal zu Hause einen Grill mit Grillkohle habt und das so ein bisschen hin und her wirft, dann gibt das so ein Geräusch. Und es fühlt sich auch sehr filigran an. Und so ähnlich müsst ihr euch die Haptik von diesem Schotter hier vorstellen. Ja, also wenn man ein einzelnes Korn in der Hand hat, kann man es schon, denkt man, man könnte es zerdrücken. Kriegt man vielleicht auch mit Ach und Krach hin. Aber das Geheimnis am Schaumglasschotter und eines jeden Haufwerks ist, dass wenn ganz viele Freunde hier zusammenarbeiten, ganz viele Schotterstückchen zusammenhängen und ein Haufwerk ergeben und man die dann noch ordentlich arrangiert, zeige ich euch gleich, dann ist das ein Package, ein zusammenhängendes Team und da kannst du dann nachher alles raufstellen, was du möchtest. 50 Elefanten oder 50 Autos, das Material kann nämlich bis zu 80 Tonnen, das sind über 50 Autos, pro Quadratmeter abtragen. Wir von Glapo, wir liefern das in so lustigen großen Tüten. Das sind hier 3 Kubikmeter. Gibt es auch in der Hälfte in 1,5 Kubikmeter. Wenn ihr euch mal für dieses Produkt entscheidet und dasselbe bei eurem Einfamilienhaus oder wo auch immer einsetzen möchtet, denkt dran, ihr braucht auf jeden Fall einen Kran. Hier ist Stefan mit einem Kran oder einem Bagger, der das hier anhebt, weil mit 2 Mann kriegt ihr das nicht gehoben. Der Kubikmeter wiegt etwa so 120 Kilo. Und dann kann man das Material anheben,
Hier ist wieder der Bagger, nicht? Ja, ich bin gut im Bagger zeichnen. Und dann könnt ihr hier unten das Material ausgeben, auswerfen und verteilen. Ganz normal mit einer Hake verteilen und dann bestellt ihr euch vom befreundeten Tiefbauer eine Rüttelmaschine. Hier, so sehen die aus. Rüttelmaschine machen enorm viel Lärm, stellt man sich ran, muss man gut festhalten, danach ist man auf jeden Fall auch wach. Und ihr seht hier vorne im vorderen Bereich ist der Schotter noch nicht verdichtet. Wir sagen umgangssprachlich verdichtet. In Wirklichkeit werden diese Schotterstücke aber nur zueinander arrangiert. Das heißt, wir legen die alle aneinander. Die kuscheln sich sozusagen aneinander. Sie werden nicht verdichtet wie beim Sand. Man sagt aber umgangssprachlich verdichten, wie gesagt. Und wenn sie dann ihren Platz gefunden haben, dann seht ihr hier schon im Bild, dass ein deutlich homogeneres Bild entsteht und das Ganze kann man sich jetzt auch wie eine tragfähige Oberfläche vorstellen. Ja, und darauf stellen wir ganze Häuser, ganze Hallen, ganze Riesenobjekte. 80 Tonnen pro Quadratmeter hält dieses Material vom Werk aus aus. Also es ist schon sehr beeindruckend und genauso ging es natürlich dann auch den Architektenteam und den Partnern. Nachdem das hier verdichtet wurde, obwohl man es nicht soll, sind sie alle mal rübergelaufen und wollten mal hören und dann sind auch gehüpft und haben alles ausprobiert. Hält das auch? Hält das auch? Und ich habe gesagt, Leute, entspannt euch, wir wollen ein ganzes Haus draufstellen. Und als dann später tatsächlich die Bodenplatte gegossen wurde und die dann final auf dem Schotter, auf dem Schaumglasschotter etabliert wurde, da waren alle beruhigt und haben gesagt, faszinierend, es hält. Also macht euch nichts draus, wenn ihr noch nie davon gehört habt und es auch noch nie angefasst habt. Wir kommen sowieso immer mit auf die Baustelle. Wir sprechen, wir unterhalten uns. Das ist auch ganz normal. Schaum, das hat nämlich ein Riesenproblem. Es kennt keiner. Und deswegen sprechen wir ja heute hier. Und dann ging es weiter. Man hat dann mit allem Mann um die Baustelle herumgestanden. Es wurde dann ein Gerüst gebaut, wie gesagt, für den Drucker. Der wurde vorbereitet und dann wurde alles top-secret-mäßig hinter einen großen Vorhang tatsächlich gehängt, damit niemand was sieht. Warum sollte niemand was sehen? Also wirklich, das Objekt ging um die Welt. Amerika, Australien, Griechenland. Alle waren wirklich super interessiert an dieser Bauart. Und deswegen wurde es auch gut versteckt. Interessant war dann für uns zu sehen, wie dann sukzessive die Wände entstehen sollten. Und dann haben wir den magischen Drucker gesehen. Hier seht ihr mal im Bild diese Düse. Es ist also wirklich ein überdimensionaler Tintenstrahldrucker. Und aus diesem Tintenstrahldrucker kommt der Beton aus dem Silo. Und der wird dann schichtweise Stück für Stück für Stück appliziert. Und das ergibt dann entsprechende Wände. Schaut euch das mal an. Ist das nicht irre? Da hat nicht ein Maurer einen Stein gesetzt. Der Einzige, der hier irgendwas bedient hat, war ein Mensch am iPad. Der hat nämlich den Drucker gesteuert. Und hat zugleich die Zufuhr aus dem Silo des Betons, des Betonsilos gesteuert, mal ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Denn das ist die einzige Herausforderung bei diesem Objekt, nicht die einzige, aber eine wesentliche gewesen. Der Beton, der durch diesen langen, langen Schlauch 5, 6, 7, 8 Meter gepumpt werden musste, ja, der musste natürlich im Schlauch flüssig sein. Und wenn er dann hier an der Wand rauskam und appliziert wurde und rauskam, sollte er natürlich nicht links und rechts fluffig runterfallen, sondern musste dann fest sein. Und das exakt so einzustellen, dafür braucht man dann schon Spezialisten, aber das Witzige ist, man braucht einen Betonspezialisten und einen Maschinenführer. Sonst braucht man niemanden. Das ist natürlich eine Bauweise, die faszinierend sein kann. Und man denkt also tatsächlich schon drüber nach, in 4 bis 5 Jahren mit solchen Objekten in Serie zu gehen. Gerade dort, wo man auch keine Fachkräfte oder wenig Firmen hat, die Häuser hochziehen können. Hier nochmal ein weiterer Eindruck, also man kann das dann klar erkennen, also hier kommt dann später der Fernseher hin, ne? Und hier sitzt man dann im Wohnzimmer und hier ist dann so ein kleines eine Gästetoilette und so weiter. Also ein ganz normales Haus, kann man ganz normal einziehen und man hat hier bewusst also die Wände dann letztendlich auch so gelassen in der Optik, damit man sieht, ich glaube an der Innenseite werden sie dann final auch unterschiedlich gestaltet, damit man dann sieht, wie die Wände geschaffen wurden. Und man wollte an der Außenseite auch ganz bewusst die geriffelte Struktur letztendlich dann sehen und auch sehen lassen, damit man sieht, das ist ein 3D-gedrucktes Haus. In dieser Zeit hatten wir von Glapo einigermaßen frei und konnten beobachten und zusehen und anfeuern. Und dann kam der magische Tag, als wir uns mit unserem Material auf das fertige Dach stellen durften. Ihr seht mal hier, das sind so ein paar Dämmstoffplatten von uns, die bringen wir auf ganz normalen Paletten zur Baustelle. Und es ging dann darum, das Flachdach mit unseren Platten zu dämmen.
Also ein Flachdach ist ein relativ langweiliges Thema. Da passiert nicht viel, es sei denn, man hat eine coole Dachterrasse nachher drauf, wo man dann Barbecues hat und ein paar Partys. Aber der Aufbau, den interessiert die meisten nicht. Nur, dass ihr es mal gehört habt, da sind immer drei Schichten. Also man hat die Tragschicht, meistens ist das Beton, manchmal auch Holz. So, und dann kommt da in der Regel eine Dampfsperre drauf, braucht ihr euch nicht merken, nur, dass ihr es mal gehört habt. Dann kommt der Dämmstoff drauf und dann die Abdichtung und dann ist das Haus warm und wasserdicht. So, und dann kann man sich noch entscheiden, ob man nachher oben drauf ein Gründach macht. Kennt ihr, wenn das so schön wie ein Garten aussieht. Oder Kies drauf schmeißt oder eine schöne Dachterrasse oder was auch immer. Und wo viele nicht drüber nachdenken ist, also man achtet als Häuslebauer ja immer darauf, was sehen denn meine Nachbarn? Was sieht denn cool aus? Meine Haustür, meine Küche mit den drei Einbaugeräten und auch die KitchenAid und auch die Moulinette und was nicht alles. Aber was eigentlich auch relativ wichtig ist, man sollte immer so am Keller und am Dach nicht sparen. Und es ist eigentlich wichtig, dass man im Dachbereich einen Dämmstoff verwendet, der sich nicht bewegt. Und diese Schaumglasplatten sind ja nichts anderes als Glas. Und habt ihr schon mal eine Glasflasche gesehen, die sich verbiegt? Oder eine Glasflasche, die sich staucht? Oder eine Glasflasche, die sich irgendwie verformt? Gibt es nicht. Wenn, dann bricht sie. Aber Glasflaschen verformen sich nicht. Vergleich das mal bitte mit deiner Orangenflasche, deine PET-Flasche oder irgendwas anderes, die zerdrückst du so mit einer Hand. Deswegen kann es doch sinnvoll sein, auf dem Dach einen Dämmstoff zu verwenden, der sich nicht bewegt, der zudem kein Wasser aufnimmt. Denn, das zeige ich euch auch mal, die Platten werden hier relativ easy verlegt. Die kann man auch wunderbar schneiden. Die lassen sich sehr gut schneiden. Übrigens auch, wenn man die schneidet, fliegen keine 50 Millionen Plastikkügelchen zum Nachbarn in dessen Rhododendron. Und ihr seht einmal, wir gießen hier tatsächlich ein Kleber aus. Das ist Heißbitum. Jetzt könnte man erschrecken und sagen, Heißbitum, das ist jetzt aber nicht so ökologisch. Naja, man muss fair sein. Also wir wollen Kunststoff minimiert und Kunststoff optimiert bauen. Wir von Glapor, wir haben auch nichts gegen Kunststoff. Wir lieben Kunststoff. Also wenn er sinnvoll eingesetzt ist, ist alles safe, ist alles gut. Nur dieses Übermaß und dieses Maßlose, alles mit Kunststoff voll zu klatschen, ich sag's mal so salopp, das gefiel weder diesen Architekten noch uns. Und wir merken auch mittlerweile, dass sehr, sehr viele Menschen drüber nachdenken und sagen, kann ich nicht Kunststoff optimiert arbeiten, planen, bauen, wie auch immer. Und wenn es nur bei der Einkaufstüte im Supermarkt anfängt. Und wir kleben diese Platten, unsere Schaumglasplatten mit Heißbitum auf dem Untergrund. Warum Heißbitum? Der Kampf gegen das Wasser, der direkte Kampf gegen das Wasser, den kriegst du nur mit ölbasierten Werkstoffen gewonnen. Also gegen Wasser hilft sonst kaum was. Es gibt nur ganz wenige Werkstoffe, die kein Wasser aufnehmen. Also Öl, Metalle und Glas. Mit diesen drei Werkstoffen kannst du den Kampf gegen das Wasser gewinnen. Und das musst du im Dach. Und deswegen sagen wir, im Flachdach, nimm den Dämmstoff schon mal nicht aus Kunststoff, nimm ihn aus Schaumglas. Aufkleben gerne mit Bitumen, mit Heißbitumen. Warum? Es gibt nämlich einen riesen Vorteil. Wenn du eine Decke hast, auf die du jetzt deinen Dämmstoff aufklebst, hast du diesen riesen Vorteil. Wenn das aufgeklebt ist, wie großformatige Fliesen, dann kann niemals, wenn von oben mal irgendwo Wasser kommen sollte, weiß nicht, dein Dach geht kaputt, es ist ein Sturm, ein Vogel pickt da ein Loch rein oder wie auch immer, es kann niemals Wasser unter die Platten laufen, weil die sind ja vollflächig, satt aufgeklebt. Das ist wie mit Fliesen, da kann ja kein Wasser unterlaufen. Informier dich mal bei deinem Dachdecker, wie der sonst seine Kunststoffdämmstoffe aufklebt. Die werden meistens nur streifenweise irgendwie verklebt. Und da kann natürlich immer Wasser unterlaufen, wenn irgendwas undicht ist. Ganz nebenbei, das ist für diejenigen interessant, die an der Küste, an der Ostsee, an der Nordsee oder auf Helgoland oder sonst wo wohnen. Wenn du so etwas so vollflächig verklebst, dann kriegt es auch kein Wind der Welt abgehoben. Das ist dieser Klopümpeleffekt. Fachsprache, Klopümpeleffekt. Wenn du einen Klopümpel hast, kennt ihr, ihr drückt den auf einen Tisch und ihr versucht den abzuziehen, geht nicht. Ja, und das gleiche Prinzip. So, und dann haben wir tatsächlich dieses Dach dann fertiggestellt. Es kam eine Abdichtung oben drauf und man hat auch gesagt, naja, dieser Dämmstoff, der bewegt sich ja nicht. Wir wissen noch gar nicht, was wir nachher auf das Dach machen. Kommt da Photovoltaik drauf, kommt da ein Gründach drauf oder irgendwas anderes? Man wollte sich also auch da die Möglichkeiten offen halten. Deswegen war die Wahl Schaumglasplatten, weil man da einfach safe ist und alles raufstellen kann, was man will nachher. Ihr erinnert euch, 90 Tonnen pro Quadratmeter, da kann man also alles drauf etablieren.
Und beim Schotter, also bei den Platten war es relativ einfach, den Beteiligten das zu erklären, dass die Platten, weil man sich auch raufstellen kann und die sich nicht bewegt haben und so weiter. Und beim Schotter, der so komisch klang und wie so Grillkohle aussah, da kam halt immer die Frage auf, sag mal, hält das denn? Und da kann ich immer nur wieder beruhigen. Es ist tatsächlich so, die Frage erreicht uns oft. Und ihr könnt dort ganze Häuser draufstellen. Wenn erstmal die Bodenplatte gegossen ist, sind alle beruhigt und sagen, ist ja verrückt, das hält. Und am Flachdach hatte ich schon erklärt, warum dort die Platten gewählt wurden. Es waren also nicht nur diese technischen Eigenschaften, sondern man wollte auch ganz klar ein Zeichen gegen den Kunststoff setzen und sagen, komm, es gibt doch auch andere Werkstoffe. Schaum, das gibt es übrigens schon seit 50 Jahren. Und Glabo hat das Rezept nochmal optimiert vor knapp 15 Jahren. Also es ist ein alter Hut, streng genommen, der jetzt eine Renaissance erlebt. Und dann war es ganz interessant. Dann kamen ein paar Tiefbauer an, die jeden Tag diese XPS-Platten verlegen. Diese Dämmstoffe kennt ihr, rosa, lila, gelb, grün, wie sie alle aussehen, womit die Keller eingepackt werden. Ja? Und die haben gefragt, ja, kann dieses Schaumglaszeug genau das Gleiche und kann ich das auch so einfach verarbeiten und so weiter. Und ich merkte, das ist einfach, also es gab ein super Interesse, aber man war auch so ein bisschen distanziert, weil man es noch nie angefasst hat. Und genau das ist der Punkt, warum wir heute auch miteinander reden, warum ich euch dieses Objekt vorstellen möchte. Es findet ein Umdenken statt und es gibt Materialien, die genau alle Probleme lösen können, die wir haben. Goodbye Kunststoff und lebenslange Eigenschaften und einen dauerhaften Werkstoff. Das klingt immer so plump und so werbemäßig, aber wenn ihr einmal Schaumglas mit uns zusammen entdeckt habt, werdet ihr merken, wow, total easy und einfach. Das Objekt lässt sich also demnächst auch besichtigen. Da ist der große Vorhang dann gefallen und es ist nicht mehr versteckt. Und wir sind eigentlich ganz glücklich, dass wir mit den Architekten zusammen einmal unten rum und einmal oben rum ein sicheres Paket etabliert haben. Gerade auch was den CO2-Footprint angeht und auch die Verantwortung, weil das mochte der Architekt nicht so gerne hören. Aber muss man sich doch auch mal fragen, was ist denn, wenn in 20 Jahren, warum auch immer, Stefan wieder mit dem Bagger kommt und das ganze Objekt hier einmal umreißt? Dann ist es doch von Vorteil, wenn man die Werkstoffe von oben und ja, die Platten, die verklebt sind oben, bekommt man auch mit entsprechendem Gerät rausgestanzt. Und ja, der Schotter, der unter der Bodenplatte ist, den kann man ganz normal wieder aufladen auf den LKW und zu Tante Erna bringen und da beim nächsten Objekt wieder einbauen. Und das war den Architekten so wichtig, dass man sagt, ja, ich will eigentlich, dass das Objekt lange stehen bleibt, aber wenn es mal rückgebaut wird, und Rückbaufähigkeit ist das A und O, da sprechen alle im Moment drüber. Es geht nicht nur um Nachhaltigkeit, es geht um Rückbaufähigkeit. Und das bekommt man mit diesen Glabor-Dämmstoffen wunderbar hin. Und das war letztendlich dann auch der finale Applaus des Architektenteams, die gesagt haben, wow, uns war das gar nicht so bekannt mit dem Schaumglas. Cool, dass wir uns dafür entschieden haben. Und da ist eine Freundschaft rausgewachsen. Wir haben Leute kennengelernt. Wir haben über den Tellerrand schauen können. Und wir sind schon ganz gespannt, wenn etwa in 6 Monaten, das müsste also der Frühling 2022 sein, wenn wir dann alle Interessierten einladen können und da begrüßen können. Das wird nämlich eine Begegnungsstätte für alle, die Lust haben, sich auszutauschen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn einige von euch da vielleicht auch mal vorbeikommen. Und dann sprechen wir nochmal über den Dämmstoff oder einfach mal über dieses coole Gebäude und gucken uns das an. Ihr seid immer eingeladen, sprecht uns gerne an. Phänomenales Objekt in Beckum, irgendwo in Nordrhein-Westfalen.